Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Annetta und ich freue mich sehr, dass ihr angeschaltet habt. Heute habe ich für euch Mystery Box von My Little Box Unboxing. Habt Interesse? Dann bleibt dran, viel Spaß beim Zuschauen. My Little Box, genau, und diese Box von Dezember 2021. Echt alt, oder? Ja, genau. Das ist Mystery Box und bei deutscher Version My Little Box war einfach ein Gebot. Da könntest du ausprobieren und alte Boxen für 11,90 kaufen. Ja, dann habe ich gedacht, wieso nicht? 11,90, das ist nicht so viel. Normalpreis für My Little Box ist 19,90. Ab nächsten Monat. Ich bin schon Kundin von My Little Box französische Version. Ich zahle genau jetzt 19,90. Das ist echt viel. Aber My Little Box bringt mir Spaß. Es ist immer Überraschung. Das ist immer etwas Neues. Es 5 Produkte, 3 Beauty und 2 Accessoires. Und Accessoires immer schön. Immer etwas, was kann ich gut gebrauchen. Ja, Tasche zum Beispiel. Taschen liebe ich, Kosmetiktaschen liebe ich auch, Dekostück oder Schmuck. Schmuck trage ich auch von My Little Box sehr, sehr gerne. Und dann habe ich gedacht, ja, wieso nicht, ich ausprobiere. Und dann schauen Sie bitte an, wie schön ist diese Box. Es ist alt, ich weiß. Aber trotzdem für 11,90 finde ich das ganz in Ordnung. Ja, Lieferung inklusiv. Ich habe nicht viel bezahlt, aber in 3 Monaten ist leider schon vorbei. Ab dann muss ich wieder 19,90 zahlen. Das würde ich nicht machen. Ich dann kündige einfach. Und dann schauen wir jetzt, was war im Dezember 2021. Design gefällt mir sehr, sehr gut. Diese Farbe und einfach, das ist noch Schublade. Schublade Box ist mein Lieblings-Kind of Box. Wir sehen jetzt und wir sehen hier noch pinke Schleifchen und ein Bild. Das ist was? Schloss. Ich nehme an, das ist ein Schloss. Irgendwo kann sein in Frankreich. Ja, gefällt mir. Ganz, ganz nett. Und was haben wir hier? Ich zeige euch kurz. Einen Moment. So sieht das alles aus. Ja, wow. Ich bin schon wirklich überrascht, wie süß alles hier gemacht. Bei My Little Box, das ist immer so. Aber soweit genau für 21 oder 2021 gefällt mir jetzt meistens. Wir fangen an mit der ersten Box. Sieht ganz süß aus. Und hier, was das ist. Puder und Rouge-Pinsel für einen perfekten Tint. Okay, ja, das ist etwas Gutes, was kann ich wirklich gut gebrauchen. Und sieht so aus von My Little Box. Mhm. Ganz, ganz weich. Ja, gefällt mir. Würde ich gerne verwenden. Pinsel brauche ich immer. Und nicht so wie teure Pinsel, aber trotzdem gut gemacht. Qualität ist ganz in Ordnung. Dann zweite Accessoire. Wir schauen erstens Accessoires und nur dann Beauty-Produkte, weil Beauty-Produkte für mich immer Highlight. Was sehe ich hier? Das wird Bracelet sein, oder? Go Rococo or Go Home. Was das ist? Gold Armbänder in die Gesellschaft zu glänzen. Coco Chanel verpflegte zu sagen, bevor du ausgehst, leg mindestens ein Accessoire ab. Aber die Rococo-Philosophie, mehr ist mehr, sagt uns, wir sollten lieber ein Accessoire hinzufügen. Dieser Armbänder sind jedenfalls perfekt geeignet, um deine gesellschaftlichen Verpflichtungen zu begleiten. Go Rococo or go home. Okay, süß, oder? Ja, jetzt noch auch Französisch, oder was das ist?
Ist das Französisch? Ich nehme an. Ja, Französisch kann ich leider nicht, aber Deutsch schon. So, sieht das so aus. Zwei Stück haben wir hier. Ja, wie habe ich schon gesagt, Accessoires von oder Schmuck von My Little Box trage ich sehr, sehr gerne. Ich hatte schon Ohrringe, die liebe ich. Also sieht das jetzt so aus. Hoppla. Muss noch hier ein bisschen korrigieren. Ja, nicht schlecht. Ganz süß gemacht. Ja, für Sommer finde ich perfekt. Und dann der letzte. Was haben wir hier? Noch in diese süße Tasche, Säcke, befindet sich drei Beauty Produkte. Wir fangen an mit der ersten. Und hier ist von My Little Beauty. Lotion Tonic, perfektionierender Toner, 100 ml. Hatte ich noch nicht. Ich hoffe, das ist noch in Ordnung. Es ist schon lang. Made in Belgium. 6 Monate nach Öffnung. Okay. Sieht nicht schlecht aus. Meiner Meinung nach ist es noch in Ordnung. Aber sollte natürlich schon anfangen und ich hoffe, ich kriege keine negative Reaktion von meiner Haut. Ja, hoffen wir, oder? Von Tarte eine Mascara. Sieht auch ganz gut aus, made in Italy. Und von Tarte, wir wissen schon, das ist nicht so günstig. Und ich habe einfach nur Hoffnung, dass es noch nicht trocken, weil das schon auch lange da liegt. Ich würde das so jetzt lassen, weil ich habe mindestens 2 in Anwendung. Und dritte Beauty-Produkt hier von MAC. Eyeshadow Naked Lunch Frost. Sieht so aus. Was hier noch steht? Steht das noch etwas? Aber über Lidschatten bin ich sicher, das ist noch in Ordnung. Ja. Wir schauen jetzt, was für Farbe. Ach, sieht gut aus. Was denken Sie? Meiner Meinung nach würde ich gerne verwenden. Naked Lunch Frost. Ja, made in USA. Das wissen wir schon. Meistens genau in USA produziert. Sieht so aus. Oh. Also, was kann ich noch sagen? Sieht man nicht so viel. Das ist so. Aber wie Highlighter kann ich gut wie einfach Highlighter und Eyeshadow verwenden. Perfekt, gefällt mir. MAC mag ich auch. Von MAC haben wir ab und zu auch etwas in Beautyboxen. Meistens das ist auch Lidschatten. Und jetzt in Verwendung habe ich auch Devoted to Chili. Wow, was für eine Farbe. Ja, also ihr Lieben, das war alles. Lass uns in Schnelllauf schauen, was war in diese 11,90 kostende Box. MAC, das finde ich Hammer. Noch Tarte, hoffentlich alles in Ordnung. Dann bin ich auch ganz zufrieden. Noch diese Tonic, auch gut. Pinsel, ja, kann ich gut verwenden. Und noch diese 2 süße Accessoires. Ja, was sagen Sie dazu? Meiner Meinung nach ist absolut top. Ich freue mich. Ich bin froh auch, dass ich habe genau für dieses Angebot mich entschieden. Für 11,90 hat sich absolut gelohnt. Ich mag diese Box. Design gefällt mir absolut. Ja, war gar nicht so schlecht. Ja, ist ein bisschen alt. Das stimmt. Aber soweit ist alles in Ordnung. Es passt. Ja, ich bin einfach nicht sicher wegen der Tusche, ob das noch in Ordnung ist oder noch schon trocken. Sonst, das ist schade, oder? Tarte Mascara ist echt teuer. Ja, ihr Lieben, das war alles. Ich verabschiede mich und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann bitte nicht vergessen, Daumen nach oben und noch abonnieren. Sehr gerne meinen Kanal. Ich lasse auch noch Link dazu in Infobox. Dann könnten Sie auch bei My Little Box schauen und wenn auch ein Abo abschließen, dann ein bisschen profitieren. Ich nehme an, das ist 3 Euro. Ja, 3 Euro ist besser als nichts, oder? Ich denke schon.
Also ihr Lieben, ich verabschiede mich und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Viel, viel Liebe und bis nächstes Mal. Tschüss!